Die Schweiz, das Land der Eisenbahnen. Täglich reisen Hunderttausende von Fahrgästen mit dem Zug durch das Land. Unzählige Viadukte und Tunnel führen durch die Alpen. Ohne sie wäre das Bergmassiv zwischen Nord- und Südeuropa noch heute schier unüberwindbar. Reisen mit der Eisenbahn hat Zukunft und steht zugleich für Nostalgie, Romantik und Abenteuer. Und der Blick aus dem Fenster, das ist wie fahrendes Kino mit Panorama auf die faszinierendsten Landschaften der Schweiz. Zermatt, am Fuße des Matterhorns. Kein Schmalspurzug ist weltweit so bekannt wie der berühmte und legendäre Glacier Express. Seit 90 Jahren kann man mit dem Glacier Express zwischen Zermatt und St. Moritz reisen. Dreimal pro Tag fährt der Zug die Strecke. Zermatt liegt auf 1608 Metern Höhe im Wallis und ist ein Hotspot für Alpinisten. Der Ort ist autofrei. Man fährt mit dem Elektrotaxi oder geht zu Fuß. Und über allem thront das Matterhorn, der meistfotografierte Berg der Welt. 1865 gelang dem Engländer Edward Whymper mit einer Seilschaft die Erstbesteigung. Nur drei der sieben Bergsteiger überlebten den Abstieg. Die Eroberung des Matterhorns war der Beginn für den Aufstieg Zermatts zum Tourismus- und Kurort. Mit mehr als 120 Hotels und zahlreichen Ferienwohnungen hat das Dorf Platz für knapp 18.000 Gäste. Die meisten von ihnen reisen mit dem Zug an. Die Bahnstrecke wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts nach Zermatt gebaut. So kamen die Städter bequem in die Bergwelt. Grüezi miteinander. 3536, jawohl. Gibt es da etwas, was Sie dabei haben möchten? Möchten Sie etwas an Ihren Platz nehmen? Vielleicht Ihre Tasche? Kommen Sie doch bitte mit. Der portugiesische Concierge Joaquim Kim Varela Maneta ist verantwortlich für die Fahrgäste der Excellence Class, die neue Luxusklasse des Glacier Express. Für die Fahrgäste gibt es im voll verglasten Panoramawagen garantierte Fensterplätze. Und es erwartet sie ein Fünfgang-Menü und Champagner. In der Bordküche dampfen die Töpfe. Das Essen wird frisch zubereitet. Der Koch heißt Kaila und kommt aus Sri Lanka. 70% der Essen werden frisch gekocht. 30% bereiten wir schon vorher zu, wie zum Beispiel die Dessert. Merci. Der langsamste Schnellzug der Welt. So nennt sich der Glacier Express. Für die kommenden 8 Stunden befährt der Zug die Gleise der Matterhorn-Gotthard-Bahn. Ab Dissentis dann die der Rätischen Bahn. Excuse me, madame. Quel thé? Glacier. Glacier, bien sûr.
In gemächlichem Tempo lässt der Zug Zermatt und das Matterhorn hinter sich. Die Strecke zwischen Zermatt und St. Moritz ist 291 Kilometer lang. Ab Zermatt führt die Strecke entlang der Rhön durch das Oberwallis, das Urserental im Kanton Uri bis nach Andermatt. Weiter geht es über den Oberalppass nach Dissentis im Kanton Graubünden und nach Chur. Über die weltberühmte Albula-Strecke fährt der Glacier-Express anschließend ins Engadin und endet in St. Moritz. Das erste Teilstück ist das Mattertal, das tiefste Tal der Alpen. Es geht vorbei am 3,5 Kilometer langen Bissgletscher auf der Ostseite des Weißhornmassivs. Das Mattertal ist beeindruckend. Oben die bis zu 4000 Meter hohen Berggipfel. Und unten schlängelt sich der Fluss Matterfispa vorbei an schroffen Felswänden. Stellenweise ist die Strecke ab jetzt so steil, dass der Glacier-Express technische Unterstützung braucht. Dabei kommt ein Zahnstangengetriebe zum Einsatz. Die mit Zahnrädern ausgestatteten Triebfahrzeuge greifen in die Zahnstange, die zwischen der Bahnschwelle befestigt ist. Keiler, morgen. Morgen noch einmal. Du. Es sind 8 Personen. Ich habe nur eine Person, die eine Nussallergie hat. Das bedeutet keinen Schokoladenkuchen. Und beim Apero alles ganz normal. Ja, könnte es einfach normal machen. Ja, danke. Service wie immer. Service wie immer. Danke schön. Bis später. Heute gibt es als ersten Gang Salat. Der Hauptgang ist ein Schweinebraten mit Spätzle und Blumenkohl und Zwetschgenkuchen als Dessert. Das Rinderfilet für die Excellence Class wird schon am Morgen vorbereitet. Später haben wir dafür keine Zeit. Aber das Rinderfilet, das kann man schon 2 bis 3 Stunden vorher gut anbraten. Rindfilet kann schon 2 Stunden vorher parat machen lassen. Zum Schluss dann noch mal 5 Minuten bei 160 Grad in den Ofen, dann sind sie super. Kurzer Halt in Brieg. Die Stadt im Oberwallis war schon im frühen 17. Jahrhundert wichtig für den Handel. Von hier wurden die Waren über den Simplonpass nach Oberitalien transportiert. Ein Zeugnis aus dieser Zeit ist der Stockalper Palast. Sein Erbauer, Kaspar Stockalper, genannt König des Simplons. Er nutzte Brieg als Knotenpunkt zwischen der Schweiz und Italien für sein Salzmonopol. Auf dem Weg nach St. Moritz steigen immer mehr Fahrgäste zu. Langsam füllt sich der Glacier-Express.
In der Excellence Class ist jetzt Zeit für Champagner. Für einen Blick in die Landschaft fehlt Concierge Kim Varela Maneta die Zeit. So, bitteschön, zum Wohl. Meine Aufgabe ist es, die Gäste zu betreuen. Vom Anfang bis zum Ende der Reise. Ich mache sie aufmerksam auf die wichtigsten und schönsten Punkte. Erzähle ihnen die Geschichte vom Glacier Express. Ich entertaine die Leute. Unterhalten und Service zur gleichen Zeit. Cheesecake, Wirbeltorte und Nuts. Bon Appetit. Die Rhone überquert der Glacier Express mit Hilfe des Steinbogenviadukts von Grengioles. Durch den anschließenden 592 Meter langen Kehrtunnel gelangt der Zug in den Bezirk Goms. Das Goms ist eine Hochebene im östlichsten Tal des Oberwalles. Auf 1039 Metern Höhe rollt der Glacier Express vorbei an Lachs und vorbei an den typischen Walliser Schwarznasenschafen. In der Bordküche macht Kayla das Mittagessen servierbereit. Auch wenn es so aussieht, die Soße wird nicht aus der Spüle geschöpft. Der Kochtopf steht nur aus Sicherheitsgründen an diesem ungewohnten Ort. Wenn ich den Topf da stehen lasse, vergesse ich ihn und zack, rutscht er runter. Das ist nicht einfach mit dem wenigen Platz. Heute sind es 30, 40 Leute. Aber stellen Sie sich vor, wir müssen Essen für 200 Leute vorbereiten. Das ist nicht einfach. Wir können das da oben hinstellen, aber wenn der Zug stark bremst, dann fällt einem alles auf den Kopf. Schauen Sie hier, die kleinen Narben. Das ist mein Diplom. Das Problem ist der Platz. Das ist nicht einfach hier, ehrlich. In Oberwald reist der Zug durch den längsten Tunnel seiner Strecke. Der 15 Kilometer lange Furka-Basistunnel ermöglicht dem Glacier Express das ganze Jahr die Durchfahrt vom Wallis in den Kanton Uri. Das war nicht immer so. Über den 2429 Meter hohen Furka-Pass führte früher die Strecke. Das erste Mal fuhr der Glacier Express 1930 von St. Moritz nach Zermatt. Die Bahnfahrt mit Blick auf den imposanten Rhone-Gletscher war eine Touristenattraktion und Namensgeber des Glacier Express. Im Herbst und Winter konnten die Züge nicht fahren. Und im Frühling musste zuerst der viele Schnee weggeräumt werden. Auch die elektrischen Fahrleitungen wurden im Spätherbst mühevoll ab- und dann wieder aufgebaut. Ebenso die Steffenbachbrücke. Vor dem Winter wurde sie heruntergelassen und im Frühling wieder hochgezogen. Nach neunjähriger Bauzeit wurde der Furka-Basistunnel 1982 fertiggestellt. Ein aufwendiges Bauprojekt. Herr Bundesrat Schlumpf hat jetzt die Schere angesetzt und zerschnitten. Der Tunnel ist eröffnet. Bravo. Dank Tunnel verkürzte sich die Fahrzeit von Zermatt nach St. Moritz von 11 auf 8 Stunden. Was geblieben ist,
die alte Bergstrecke, die noch immer befahren wird. Und das ist heute vom damals mächtigen Rhonegletscher noch übrig. Für den Betrieb der alten Furka-Strecke sorgt der Verein Dampfbahn Furka-Bergstrecke, kurz DFB. Er existiert dank Sponsoren und zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Eine davon ist Michaela Rapp. Ich bin schon 1992 zum ersten Mal hier mit der Bahn mitgefahren. Und seit 2010 im Verein und jetzt eigentlich seit dem Herbst letztem Jahr bin ich aktiv mit dabei. Und mein Leben besteht eigentlich aus Dampfbahn, Eisenbahn, schon von Kindesbeinen an. Und ja, es macht einfach Spaß, hier mit Gleichgesinnten zum Arbeiten. Auch Michaelas Freund Tobias arbeitet im Verein. Er ist einer der wenigen Festangestellten bei der Dampfbahn Furka Bergstrecke. Kennengelernt haben wir uns bei der Dampfbahn, wie es natürlich hat sein müssen. Und ja, da ist es dann passiert. Michaela lebt und arbeitet in Chur. Im Glacier Express werden wir sie später noch besser kennenlernen. Im Kanton Uri angekommen, heißt das nächste Ziel Andermatt. Dafür folgt der Glacier-Express der Reuss durch das Urserental, einem Plateau auf 1500 Metern Höhe. Das Tal besteht aus den Gemeinden Realp, Hospental und der bekannten Touristendestination Andermatt. Andermatt liegt zwischen dem Furka-, Gotthard- und Oberalppass. Nördlich und kurz vor Andermatt liegt die berühmte Schöllenenschlucht mit der sagenumwobenen Teufelsbrücke. Bekannt geworden ist Andermatt auch wegen des Ägypters Sami Saviris. Der Milliardär investierte hunderte Millionen Franken in den touristischen Ausbau des Dorfes. Am Bahnhof von Andermatt wartet Michaela Rapp auf den Glacier-Express. Der Zug bringt die 30-Jährige heim nach Chur. Mehrmals pro Woche pendelt Michaela die Strecke zu ihrem Freund und zu ihrem Verein Dampfbahn Furka Bergstrecke. Auch Mario Christen wartet. Nach 3 Stunden Fahrt löst er den Lokführerkollegen des Glacier Express ab. Mario wird den Zug bis Dizentis führen. Ich habe die Bremsprobe gemacht, dann die Instrumente geprüft, alles funktioniert. Wir sind abfahrbereit und können pünktlich losfahren. Kraftvoll meistert der Glacier Express die Steigungen. Es geht weiter zum höchsten Punkt der Reise. Das ist der Oberalppass. Der Blick aus dem Fenster verwöhnt noch einmal mit großartigen Ansichten des Urserentals. Schon als Kind liebte Michaela Rapp die Welt der Eisenbahn.
Die Leidenschaft hat eigentlich schon relativ früh bei mir begonnen. Es ist wirklich schon von Kindesbeinen an, dass mich Bahn interessiert. Und bei meinen Eltern zu Hause haben wir eine Modelleisenbahn und eine Gartenbahn. Und alle sind von diesem Virus infiziert. Und wir machen das alle gemeinsam. Und mit meinem Bruder zusammen über die Gartenbahn und die Modelleisenbahn im Keller. Und so ist es auch gekommen, dass ich zu Weihnachten mehr Modelleisenbahnen geschenkt bekommen habe als Barbie-Puppen oder Plüschtiere. Für die Passagiere im Glacier-Express ist es Zeit für das Mittagessen. Die erste und zweite Klasse kommt in den Genuss des Tagesmenüs. Schweinebraten mit Spätzle und Blumenkohl. Sehr gut, das ist viele Dank. Sehr schön, gute miteinander. Danke. Noch ein bisschen. Mahlzeit, guten Appetit. Auf die Gäste der Excellence Class wartet jetzt das perfekt gegarte Rinderfilet. Die ersten drei Teller mitnehmen, bitte. Voilà, pour vous. Excuse. Monsieur, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. Bon appétit. Avec toi, avec ton truc éprouvé. Et voilà, s'il vous plaît, bon appétit. Merci à vous. Bon appétit. Ohne Mühe meistert der Glacier Express den Oberalppass und durchfährt eine mystische Landschaft 2046 Meter über dem Meeresspiegel. ...1863 wurde die erste Straße über den Pass gebaut. Im Winter ist diese jedoch nicht befahrbar. Aus diesem unscheinbaren Gebirgsbach entsteht später der Rhein. Als eine der Rheinquellen gilt der Thomasee. Von hier oben fließt das Wasser in die Tiefe und markiert so den Beginn des Rheinstroms als eine 1231 Kilometer lange Wasserstraße quer durch Europa, von den Alpen bis zur Nordsee. Tissentis, bekannt für das mächtige Kloster aus dem Jahr 720 und fertiggestellt im 17. Jahrhundert. Das Dorf liegt unterhalb seines Klosters. Die Klosterschule ist heute ein Gymnasium. Die zweitürmige Kirche wurde zwischen 1696 und 1712 im Vorarlberger Barock erbaut. Dissentis ist eine beliebte Feriendestination, vor allem für Wintersportler. Aber das Kloster ist und bleibt die größte Attraktion der Region. Ab Dissentis fährt die Rätische Bahn weiter. Das bedeutet einen Lokomotivwechsel. Auch das Personal des Führerstands ist jetzt ein anderes. Regula Winzeler ist seit 6 Jahren Lokführerin bei der Rätischen Bahn. Die 36-Jährige ist eine von 8 Lokführerinnen bei der RHB. Zu ihrem Beruf kam sie erst nach Umwegen. Ja, es ist immer so ein Kindheitstraum. Es war ein Kindheitstraum. Ein bisschen sind auch meine Eltern schuld. Mein Vater hat mich immer mitgenommen, wenn es an einem Bahnhof ein Jubiläum zu feiern gab. Bei solchen Gelegenheiten haben wir uns die Loks angeschaut. Trotzdem bin ich im Büro gelandet. Mit der Zeit hat es mir nicht mehr so gefallen. Dann habe ich eine Stellenausschreibung der RHB gelesen. Ich dachte mir, das musst du probieren. Und sie haben mich tatsächlich eingestellt.
Was mir Spaß macht, das ist das Fahren selbst. Du steuerst einen 300 Tonnen schweren Zug und fährst das Ding den Albula hinauf oder wo auch immer hin. Das ist schon ein wahnsinniges Gefühl. Das ist halt schon auch ein sehr sinniges Gefühl. Ich muss ehrlich sagen, das ist einer der schönsten Berufe, den man sich vorstellen kann. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich erst so spät eingestiegen bin. Ich hätte schon viel früher auf Lokführerin umsatteln sollen. In Dissentis hatte der Glacier-Express die Hälfte der Strecke hinter sich. Dem Rhein entlang geht es weiter nach Chur. Danach durch das Albulatal hinauf nach Breda und ins Engadin bis nach St. Moritz. Aus dem unscheinbaren Gebirgsbach beim Oberalpass ist mittlerweile ein kräftiger Fluss gewachsen, der Rhein. Der Glacier-Express durchfährt jetzt einen der wohl spektakulärsten Streckenabschnitte dieser Reise, die Rheinschlucht. Die Landschaft wird auch der Grand Canyon der Schweiz genannt. Geboten wird ein Panorama, an dem man sich einfach nicht satt sehen kann. 15 Millionen Kubikmeter Gestein stürzen einst von den Nordhängen ins Tal. So ist die Schlucht entstanden. Zurück blieben weiße, pyramidenförmige und bis zu 350 Meter hohe Wände aus Kalkstein. Nur 10 Kilometer wendet sich der Rhein durch die Schlucht. Mitten in dieser einzigartigen Landschaft, in diesem alten Bahnwärterhäuschen, lebt der Eisenbahnfotograf Tibert Keller. Das war 1986, hat die Rätische Bahn dieses Haus verkauft, weil es in einem ganz schlechten Zustand war. Und ich habe es dann gekauft als 27-Jähriger. Und die ganze Familie hat dann mitgeholfen und hat das in diesem Zustand renoviert. Also das waren jetzt natürlich auch bald über 30 Jahre her. 23 Jahre arbeitete Tibert Keller bei der Rätischen Bahn. Hauptsächlich im Bahnhofsdienst. Mit knapp 40 machte er sich selbstständig. Heute lebt Tibert vom Fotografieren und ist Reiseleiter. Mein Vater ist mit 65 in Rente gegangen und war dann ziemlich schnell, also kurz darauf, war dann schwer krank, 2 Jahre schwer krank und starb mit 69. Und ich habe mir überlegt, dass ich eigentlich nicht so wie er das Leben eigentlich erst nach der Rente in die eigenen Hände nehmen will, sondern eigentlich, dass ich es eigentlich schon früher mache. Das ist jetzt eigentlich meine Krümpelkammer. Das heißt, hier ist mein Archiv. Ich sage, den größten Teil werde ich meinen Lebtag nicht wiedersehen.
Ah, nicht schlecht. Wir kommen der Sache näher. Aber das sind die zu sortieren. Da hätte ich noch Arbeit. Ja? Hier wären noch die Dias, Chur, Davos, Filisur zu sortieren, Chur, Langgott, Davos zu sortieren. Also das ist im Prinzip alles noch Arbeit. Wird nie mehr gemacht. Da haben wir alles nur Glassi Express. Das ist alles Glassi Express übrigens. Also hier ist meine Sammlung. Und zwar ein Teil der Sammlung, nur was die Rätische Bahn betrifft. Ja, so ein Bündel raus. Meistens sind es spezielle Züge, die ich da geprintet habe. Also sind nicht normale Züge, die hätte ich auch, aber die habe ich da nicht ausgedrückt. Mein Ziel ist ja eigentlich, möglichst exklusive Bilder zu machen, sei es exklusive Stellen, wo ich hinstehe, oder exklusive Züge, von denen kaum jemand was weiß. Bei mir sind einfach die glücklichen Umstände, dass ich ganz wenig Auslagen habe. Und ich, es ist ja eigentlich mein Typ, also ich muss nicht irgendwie unten durch oder so, sondern es macht mir regelrecht Spaß, so zu leben. Tibert Keller, der Eisenbahnfotograf. Wir werden ihn wiedersehen. Beim berühmtesten Viadukt der Schweiz, dem Landwasserviadukt. Reichenau. Nach dem Zufluss des Hinterrheins macht sich der Rhein jetzt auf den Weg Richtung Nordsee. Die Hinterrheinbrücke. Das 152 Meter lange Stahlviadukt stammt aus dem Jahr 1895. Auf gleicher Höhe und rechts von der alten Brücke finden sich die Gleise der neuen Brücke. Michaela Rapp ist aus Bayern, aber die Schweiz, das Land der Eisenbahnen, war immer ihr Ziel. Ich wollte schon immer in die Schweiz ziehen. Das war schon immer mein großer Traum, hier zu leben und zu arbeiten. Und dann habe ich mich informiert, welche Grafikagentur macht denn die Grafik für die RHB. Und so bin ich auf Süßkind gekommen und habe mich dort beworben und bin dort jetzt seit 3 Jahren am Arbeiten. Chur. Hier lebt Michaela. In einer kleinen Kommunikationsagentur arbeitet sie als Grafikerin. Ihr berufliches Highlight? Für die Rätische Bahn designte sie das Erscheinungsbild diverser Lokomotiven. Darunter auch die Lok des heutigen Glacier Express. Das macht einen stolz. Es ist schön, wenn man einfach da, wo man relativ lang dran gearbeitet hat, mehrere Wochen immer wieder was angepasst hat und dann sieht man sie wirklich hier live fahren und macht einen stolz, ja. Chur. Die Hauptstadt des Kantons Graubünden bezeichnet sich als die älteste Stadt der Schweiz. Vor 5000 Jahren ließen sich die ersten Siedler hier nieder. Knapp 33.000 Menschen leben heute in Chur. Bis zum 16. Jahrhundert wurde vorwiegend romanisch gesprochen. Danach wurde die Stadt germanisiert. Seitdem gilt hier das sogenannte Schweizerdeutsch. Bis St. Moritz hat der Glacier Express noch etwa 90 Kilometer vor sich. Der letzte Teil der Reise kann beginnen. Das Domleschg in der Region Viamala. Die Region ist bekannt als das sogenannte Burgenland.
Gut ein Dutzend der Festungen, aber auch Schlösser, bewachen seit Jahrhunderten die Transitwege zu den Alpenpässen Graubündens. Hinter Sils reist der Glacier-Express auf den Gleisen der berühmten Albula-Bahn. Wegen ihrer besonderen Eisenbahnarchitektur gehört dieser Teil der Strecke seit 2008 zum UNESCO-Welterbe. Das Solis-Viadukt ist mit 90 Metern die höchste Brücke der Rätischen Bahn. Aber das bekannteste Viadukt der Schweiz, sozusagen der Star unter den Viadukten und Wahrzeichen der Rätischen Bahn, das ist das Landwasserviadukt. Für den Eisenbahnfotografen Tibert Keller ist das ein ganz spezieller Ort. Hier hätten wir mal einen Ausblick auf den Landwasserviadukt und etwa, wo ich später hingehen möchte. Das heißt, wir haben da vorne so eine Felswand und in dem grünen Bereich kann man dann schräg runter. So, hier wären wir beim Einstieg, der Abstieg. Von einer nicht ungefährlichen Stelle will Tibert den Glacier-Express fotografieren. Eine Aufnahme, die nicht jeder hat. Das ist das Ziel. In der Zeit, wo ich in der Blüte war, da war man natürlich dann schon ein bisschen top, eben mit dieser Art Fotografie, indem man gewagte Stellen sucht, wo sich eben kaum jemand hintraut. Dann hatte man eigentlich die Aufmerksamkeit. Das Landwasserviadukt ruht auf 5 kegelförmigen Pfeilern. Jeder von ihnen ist von Hand gemauert. In 65 Metern Höhe spannt sich das Viadukt über eine Länge von 136 Metern über das Landwassertal. Das Bauwerk wurde zwischen 1901 und 1903 erstellt und kostete damals 280.000 Franken. Die Steine stammen aus einem nahegelegenen Steinbruch. Innerhalb der Pfeiler befinden sich eiserne Gerüste. Kein Wunder, muss das Landwasserviadukt doch Züge mit einem Gewicht von mehreren hundert Tonnen tragen. Seit 1903 wird die Brücke befahren. 106 Jahre später wurde sie erstmals renoviert. Damals wie heute ist die Überfahrt mit dem Zug für die Fahrgäste das Highlight ihrer Reise. Der Eisenbahnfotograf Tibert Keller ist mit seiner heutigen Beute zufrieden. Er fühlt sich wie ein Jäger. Wenn man einfach sagt, genau das wollte ich, dann ist es wirklich die Trophäe. Also eben wie beim Jäger, das Geweih, er hängt es jetzt zu Hause auf. Ich hätte es früher wahrscheinlich auch vergrößert und es aufgehängt. Und meine Besucher hätten gesagt, mein Gott, wie hast du diese Aufnahme gemacht? Die Arbeit, die man dann gemacht hat, das hat sich gelohnt, ja. Nach dem Landwasserviadukt klettert der Glacier-Express weiter das Albula-Tal hoch.
Bis Breda wird der Zug 708 Höhenmeter überwinden. Der Glacier-Express fährt auf seiner Reise durch insgesamt 91 Tunnel und über 291 Brücken. Die Pionierleistungen der Schweizer Ingenieure und Bahnarchitekten ermöglicht es dem Zug, Alpenlandschaften mit extremen Höhenunterschieden zu bezwingen. Durch den knapp 6 Kilometer langen Albula-Tunnel gelangt der Glacier-Express ins Engadin. Das Engadin ist eines der höchstgelegenen bewohnten Täler Europas. Die Landschaft erstreckt sich auf einer Höhe zwischen 1600 und 1800 Metern. Samaden ist der vorletzte Halt der Reise. Und man kann sagen, hier ist das Erbe der Rätischen Bahn zu Hause. Seit fast 25 Jahren restauriert der Club 1889 ehrenamtlich und gemeinnützig historische Fahrzeuge der Rätischen Bahn. Wir haben die Lok G34. 11 Heidi restauriert, komplett auseinander. Die hat dann einen neuen Kessel erhalten, ist auf Ölfeuerung und fährt jetzt wieder als historisches Fahrzeug. Wir haben bis jetzt Personenwagen, Gepäckwagen, einen Postwagen und Güterwagen restauriert. Das Ziel ist, dass wir die Geschichte der Rätischen Bahn erhalten und damit die Jungen sehen, wie man früher mit der Eisenbahn fuhr. Weil im Museum kann man nicht in einen Personenwagen reinsitzen und fahren. Das kann man, bei uns kann man das. Bis die historischen Schmuckstücke dann wieder über die Gleise dampfen, braucht es Zeit, Geschick und viel Leidenschaft. Der pensionierte Lokführer Armin Brünker ist Vizepräsident. Insgesamt zählt der Club 600 Mitglieder. 13 historische Fahrzeuge wurden bisher liebevoll restauriert. Ihr nächstes Projekt? Die Restauration eines 100-jährigen Güterwagens. Zweimal wöchentlich treffen sich dazu ein Dutzend Handwerker. Zerlegen jetzt den ganzen Wagen. Alles wird ausgebaut, wird nachher sandgestrahlt, gewaschen und dann kontrolliert auf Risse. Wenn irgendwo Risse sind oder verbogen, entweder richtet man es oder es wird ersetzt. Komm nicht. Das ist ein Elektriker als Mechaniker. Das ist eine Katastrophe. Was hältst du jetzt wieder? Hast du so fest gedrückt? Ja, das ist ja klar. Bah, Porni.
So, jetzt hast du gleich, jetzt ist sie weg. Als Lokführer konnte ich kein Handwerk mehr machen. Und das gefällt mir, organisieren gefällt mir. Und die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist schön. Nachher auch das Zusammensitzen beim gemütlichen Teil. Du sollst hier oben kommen. Hier oben runter. Du musst raufkommen. Ja, ich komme. Komm, Spatztyp. Du bist beweglich, dass ich beim Hockey spiele. Ja. Die Motivation kommt durch meine Kollegen. Wenn ich sie sehe, wie sie mit Freude arbeiten, dann bin ich motiviert. Und am Schluss, das Ergebnis ist natürlich auch eine Motivation. Einige der Reisenden steigen am Bahnhof von Samaden um, Richtung Unterengadin und Italien. Dann geht es weiter. St. Moritz, das Ziel des Glacier Express. Der Oberengadiner Hotspot ist der Geburtsort des alpinen Tourismus. Aber vor allem handelt es sich um einen mondänen Tummelplatz für die Schönen und vor allem Reichen. In den goldenen 20ern wurde aus dem einstigen kleinen Bergdorf ein luxuriöser Kurort für den internationalen Jetset. Die Eisenbahn war wichtig für St. Moritz. Mit den Zügen kommen die Touristen seit über 100 Jahren in den Bergort. Hotels prägen das Ortsbild. Gleich 5 Luxuspaläste gibt es im Umkreis von 4 Kilometern. Der Glacier Express befindet sich jetzt auf der Zielgeraden. Eine traumhafte Bahnstrecke vom imposanten Matterhorn quer durch die Schweiz bis in die malerischen Landschaften des Engadins geht zu Ende. Die Fahrt mit dem Glacier Express ist mehr als nur eine Reise mit einem Zug. Die Faszination ist die Technik und es bewegt sich, es ist lebendig, es sind große Maschinen und ja, es sind auch viele die Leute, die dahinter stecken. Es ist eine richtige Gemeinschaft. Meine Eltern hatten gesagt, dass ich in Chur gibt es die Tivoli-Brücke, die führt über den Bahnhof. Damals hat man auf die Gleise gesehen und ich hätte mich vom Kinderwagen aus hätte ich mich dort an den Gitterstäben festgekrallt, um die Züge zu sehen. Ich habe diesen Job gerne. Das ist mein Leben, der Glacier Express. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren und bin fast 46. Nächster Halt, St. Moritz. Wir erreichen nun St. Moritz, einer der bekanntesten und ältesten Ferienorte der Welt. Das Team des Glacier Express verabschiedet sich von Ihnen und wünscht Ihnen weiterhin spannende Momente auf Ihrer Entdeckungsreise in der Schweiz.